Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD 2, Ranglistenmodus. Haben wir Lukas wieder dabei? Spiel Fiesta. Das gefällt mir mit dem Fürst des Todes. Der Metzger muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, da nehme ich lieber den Vogel. Und dann sieht es doch gut aus. Von einem Wanderer hin. Eine Harpier. Und fertig. Moment, die Harpier verkaufe ich wieder. Ich spiele Fiesta. Der Wanderer schafft es auch alleine, ist kein Problem. Okay. Dann nur Windfalke. Und schauen wir mal, ob er gerade so verkackt. Mach ich. Ich gehe auf 6 Worker. Na, Tatsache. Oh, ist wirklich ein guter Start. Windfalke ist wirklich ein guter Start. Jetzt muss ich was Kleines hinpacken. Ich hab mal eine Harpie. Masken da vorne hin. So. Okay. Also die Masken habe ich bis jetzt immer nur so gespielt, dass ich die irgendwie in einer Reihe hingestellt habe. Na gut, wir gucken mal. Ja, ich halte. Jetzt könnte ich hier noch eine Maske hinstellen. So? Warum nicht? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dass alles so ein bisschen verteilt wird. Oh, ich verkack fett. Hätte ich vielleicht mal noch was hinpacken sollen. Aber egal. Wir spielen eine Fiesta. Da muss man verkacken. So, ich weiß nicht, hab ich ihn. Eine Maske habe ich eine Piepe zu wenig. Ich muss ja überhaupt mal rüber gucken. Zwei Gargoyles und zwei Atome. Ich werde das mal weiter auf. Mache ich auch nicht, weil ich einen Mana-Ross hinstellen möchte. Zack. Könntest du trotzdem noch einen Worker holen? Hört mal die Maske auf.
Ich werde auf 6 mal was schicken vielleicht. Nur noch der Green Devil hat er jetzt aufgebaut, ein Gaukel und die 3 Atome. Ja, ich habe fast gar nichts gehalten. Übel. Wegen der Schnecke. Wegen der Schnecke. So. Noch ein Windfalken. Bisschen mehr halten muss ich schon. Das ist etwas zu wenig gewesen. Aber mal gucken, ob ich den überwinden kann. Mit den paar Teilen, die ich ihm geschickt habe. Ja, dass ein Blut kommt, war mir irgendwie klar. Ich bin noch viel zu schwach. Was soll ich pushen? Ich habe keine Kohle. Hier bin ich zumindest durchgekommen, das ist gut. Aber hier, ich habe gerade mal eingekillt. Das ist wirklich schwach. Das ist wirklich schwach, da muss ich ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht zu viel Geld verbrate. Keine Kohle. Hab's nicht mal geschafft, noch einen Worker einzudrücken. Ich hatte auch schon bessere Runden, muss ich sagen. Aber halb so wild. Ist noch alles offen. Okay, ich brauche neue Mana-Rösser auf jeden Fall. Ja, du musst ja ein bisschen mehr bauen. Dieses Spiel. Manaros. Noch mehr Manarösser. Chat zumachen. So. Ich habe genau 0. Das ist immer gut. Du nimmst den Champion wahrscheinlich für die Rächerin auf. Zwei Worker. So, könnten schicken. Das. Mol. Ah, immer. Es bleiben immer so viele mit wenig Leben übrig. Das ist immer ärgerlich. Naja, so ist das. So, wir könnten jetzt ein bisschen splitten. Indem ich da einen hinstelle. Ja, eine Blutschacke schicke ich noch rein und dann ist die Kohle alle. Aber ich glaube, der Maulwurf, der wird schon den ganz schön nerven. Okay,
Okay, nichts geschickt. Leviathan hat schon aufgewertet. Aber ich komme noch trotzdem durch. Diesmal sieht es hier besser aus. Aber die haben auch wieder so Mini-Leben. Das ist so nervig. Ich glaube, es liegt an den Masken, dass sie den Schaden so verteilen, dass da Mini übrig bleibt. Ich brauche jetzt jedenfalls keinen Worker, weil der sammelt. Ja, was schicke ich denn da jetzt? Das. Machen wir ein bisschen Knete übrig. Ich könnte die Windfalken aufwerten, ich könnte die Harpien aufwerten. Ja, hier fehlen mir ein paar Piepen. Noch ein Windfalken? Ja. Das mit rein. Ja, extra mehr Überstunden. Ich glaube, alles nicht so das Wahre, ne? Die ganzen Schnecken hier drüben. Okay, hat einen Ochsen hingestellt. Also, ich verkacke hier mehr als sonst. Aber doch gesammelt für die Runde. Okay. Ich habe nicht genug Geld für den. Jetzt habe ich genug Geld für den. Ich packe den lieber etwas weiter zurück hin. Diesmal. Ich packe mal lieber noch einen Manaros hin. So. 14, das haben wir wirklich lange. Aber die Strategie geht heute nicht so richtig auf mit dem Fiesta. Er sammelt schon wieder. Ich muss auch ein bisschen meine Tanks upgraden. Weil bis die Harpien da sind, müssen die auf jeden Fall durchhalten. Der TPS kommt verspätet. So. Da hat ein Windfall gewesen, war ein bisschen mehr Leben. Maske macht auch gut was aus. Zumindest die eine große. Aber 14? Dir sicher? Elementare. Echsenarmee hat er geschickt. Deswegen kommen jetzt die zwei Echsen. Er sammelt. Okay, Windfalke aufwärt, Windfalke aufwärt. Eine Harpie geht immer rein. Okay, ich muss aber auf jeden Fall was reinschicken, was ihn kalt macht. Ogre geht eigentlich immer, ne? Oder Mimics. Ja, ich glaube, Ogre ist schon eine gute Wahl. Alter. Die ganzen Echsen.
Ja, die haben rechts zuerst angegriffen, da war es schnell down. Immer noch sammeln. Ich sammle. Ich schaff's nicht. Wir haben auch noch ein paar Echsen weg. Dann krieg ich noch mal piepen. Das ist okay. Einer durchgekommen, zwei Echsen. Da kann ich mal ein bisschen was an Broker nachholen. Ich komm mal rein. Ja. Die Harpien sind nicht schlecht. Aber ich glaube. Immer noch sammeln. Okay. Wenn wir bis dahin überleben. Ja, 16 ist gut. Er hat ja nur die Elementare, aber die sind kein Problem. 16 ist gut. Auch ganz viele Mana-Rösser gebaut. King-Aufwertung. Ich muss rechts aufrüsten. Die halten nicht lange genug aus. Ich brauche erstmal noch ein paar Fürsten. Einfach noch einen Falken hin. Oder. Ja, doch, lieber ein Mana raus. Gerade für die Wave. Macht das mehr Sinn als den Falken. Aber die kriegen ja richtig fett ab, dann auf 16. Da kacken die bestimmt ab. Also wäre schade, wenn nicht, aber wir sammeln jetzt schon sehr lange und das sehen die auch. Rein da. Hexe bringt mir nichts. Das kann ich mit reinknallen. Gegen die Elementare und Atome ist das gut. Die Belagerungsmaschine. Gucken wir, was ich sonst noch zusammenkriege. Nehmen Sie das mal so, wie es ist. Jetzt baue ich noch einen Windfall geben. Ich muss ein bisschen die Verteidigung aufbauen. Den Ogre könnte ich noch reinpacken. Oder ein Mimik. Schaffe ich nicht. Aber egal. Das könnte es gewesen sein. Jetzt kann ich endlich ein paar Worker aufbauen. Und da gibt es schon mal gut Kohle. Wenn es nicht sogar schon zu Ende ist. Ja gut. War eine weitere Runde Fiesta. Diesmal etwas anderer Art. War schwerer als gedacht. Jetzt habe ich es irgendwie mal einfacher. Das soll es für heute gewesen sein. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.